willkommen zu einer weiteren Würfeldraft Challenge auf meinem Kanal. Heute mit der Premier League Serie 2021, Leute. Ich habe auf dieses Video so Bock. Würfeldraft macht jedes Mal mega, mega Laune. Ich würde mich riesig über die 300 Däumchen freuen. Und wenn du Bock hast, die neue Premier League Serie zu öffnen, dann kannst du sehr gerne den Link unter der Videobeschreibung auschecken. Da kommst du nämlich zum Panini Online Shop, wo ihr diese Premier League Karten bekommen könnt. Die kann man nicht irgendwo an der Tankstelle kaufen oder so, sondern wirklich nur online. Und da gibt es immer zahlreich geile Angebote, verlinke ich euch, wie gesagt, unten in der Beschreibung. Ich habe mega Bock, hier heute ein schönes Team zusammenzustellen. 11 Booster, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Leute. Abfahrt! Ich liebe die neue Premier League Serie, das Design ist mega, mega gut. Und ich hoffe natürlich auf eine schöne Golden Baller Karte oder so, ne? Das ist klar, immer wenn man solche Packs öffnet, hofft man immer auf geile Karten, auf die besten Karten. Rare Karten, Club 100 Karten, Golden Baller Karten. Und wie sie nicht alle heißen, limitierte Auflagen. Aber jetzt in der Premier League Serie kann ich leider keine Limits ziehen. Die kann man logischerweise nur in der Matchdeck Serie ziehen oder so. Genau, wir legen los. Der Würfel ist am Start und let's go. Let's go, Nummer 1. Ihr seht es hier, Leute, der magische Packs United rote Würfel, wo man hier durchgucken kann. Seht ihr das? Also das war eben die 1. Die Nummer 1. Die Nummer 1. Das ist nicht die 1, das ist die 6. Die 1 ist da, wo die Spieler hier vorne drauf sind. Also das ist die 1. Und die 1 ist ein Steven Bergwijn. Ja, ist in Ordnung übrigens. Ich mache ab sofort die ganzen Würfel-Draft-Challenges so, dass der 12. Wurf, der normalerweise dafür da war, die Spieler hin und her zu tauschen hier innerhalb der Aufstellung, der wird ab sofort nicht mehr am Start sein, sondern der 12. Wurf ist ab sofort der letzte Wurf. Und der 12. Wurf ist quasi der Wurf, der normalerweise der 13. Wurf war. Also ich würfel beim 12. Mal, wenn ich eine 3 würfel, darf ich von drei Spielern, von allen gezogenen Spielern, drei auswählen, die ins Team hineinholen und austauschen. Genau, ich bekomme hier Steven Bergwijn als ersten Spieler, nehme ich so als linken Flügelspieler mit oder rechten Flügelspieler. Ist ja, ja, wir stellen ihn auf rechts. Tienemans noch am Start hier, dann hier online Cody Bowdy. Wenn ihr schnell seid, könnt ihr euch den Code hier sichern. Es gibt ja da auch die Premier League App. Dann haben wir Cordova, Wade, MacArthur. Oh shit, Alter. Wilfried Zaha und Paul Pogba. Ja, also ein Paul Pogbachen wäre schon geil gewesen, ne? Und es ist wieder die 1. Es ist wieder die 1. Jordan Henderson. Oh. Ich bekomme Tyler Roberts von Leeds United. Ja. Kommt erstmal in den Sturm. Ich hoffe, dass ich da bessere Spieler bekomme. Mesut Özil hier. Raheem Sterling wäre geiler gewesen. Und Henderson wäre auch geiler gewesen. Da bin ich nicht mit dir zufrieden, Kollege. Ne? Da musst du jetzt eine bessere Zahl erwürfeln. Und es ist die 3. Die Nummer 3. Die Nummer 3. Die Nummer 3. Die Nummer 3. Hier der Nicht-Klauschutz, sage ich mal. Der hier immer mit bei ist. Und die 3, ich sehe es schon. Gibt's, ne doch, das ist die 1. Gibt's ein White, Chamberlain die 2 und Ward-Prowse die Nummer 3. Ward-Prowse von Southampton, ja. Es geht schlechter, es geht aber auch besser. Maupay und Johnstone, Fred, Chamberlain und Gibbs White, Dinelli. Und Nummer 4. Es ist wieder die 3. Also vierter Spieler wird jetzt ausgewählt und der vierte Spieler wird die Nummer 3 sein und die Nummer 3 ist Jake Livermore. Ja, auch hier ins zentrale Mittelfeld. Liverpool Lineup, Joe Bryan und Leicester Logo. Also das Packluck hält sich in Grenzen. Ganz klar. Es hat mit Bergwijn, sage ich mal, ja, in Ordnung angefangen, aber so jetzt mit Roberts und so. Livermore, ich bekomme die 1 und es ist hier Sohore. Kenneth Sohore von, aus Dänemark von West Bromwich Albion. Muss jetzt in den linken Flügel, weil woanders passt er nicht mehr rein, leider. Ja, ich hätte hier noch ansonsten einen Schmeichel gehabt, der besser gewesen wäre. J. Rodriguez, du brav geästen Villa-Loge. Ah, allgemein Premier League, was los bei euch? Kommt doch mal hier, geile Spieler hier, Nummer 5. Nummer 5, das ist die 6 und danach ist die, das ist die 5, McNeil. Diamant, ja, gut. Soll ich damit jetzt zufrieden sein?
Ich glaube nicht, ne? De Gea wäre nice gewesen, Matip wäre auch okay gewesen, Saint-Maximin. Könnt ihr die Begeisterung in meinem Gesicht sehen? Komm doch mal jetzt bitte einen kleinen Spieler. Alonso. Ja, komm. Das ist doch mal wieder etwas besser. Linksverteidiger fehlt mir sowieso noch. Deswegen ist das auf jeden Fall in Ordnung. Nick Pope. Hier, dieses Ding hier immer, Alter. Ja, Moinski, oder? Ist doch, das ist doch dieses Nicht-Klauschutz, oder was ist das? Ich glaube ja. Ah! Weg damit. Nick Pope. Line-up Menu, Mark Noble. Dann haben wir das Manchester United Logo und Tobi Alderweireld. Wir kriegen so viele Logos. Gefühlt in jedem Pack haben wir ein Logo hier. Aber mit einem Logo kann ich in der Würfeldwaff Challenge nichts anfangen. Vier Packs habe ich noch. Mir fehlt noch, ja, komplett die Abwehr und der Torhüter. Und ich bekomme die drei. Ich bekomme die drei. Mac Goldwick, dann Gabriel Jesus und Alex Iwobi. Mir fehlt kein Stürmer mehr. Ja, Iwobi, komm, Innenverteidiger, Abfahrt. Was soll ich machen? Was soll ich smoken? Obwohl, nee, Torhüter. Weil ich habe ja sowieso De Gea und so schon. Deswegen, ja, steht eigentlich fest, dass ich den Torhüter schon austauschen werde. Die Nummer 4. Im nächsten Pack. Oh, Kanté dabei. Und ich bekomme die 4 und das ist Gudmundsen. Der kommt jetzt als Innenverteidiger. Also diese heutige Würfeldwaff-Challenge, ich glaube, die sollten wir ganz schnell vergessen. Rodrigo und Tom Kearney, Hero-Karte von Fulham. Da komme ich hier gar nicht klar. Selbst mit einer 6 kann ich das Team nicht so heftig aufbessern. Nummer 1. Die Nummer 1. Die Nummer 1. Die Nummer 1 der Welt sind wir. Aber nicht Oriol Romeo. Aber nicht er. Ja. Harry Winks, Gibbs White. Ich kriege ja auch gar keine Verteidiger. Selbst doch hier ein Engels wäre dabei gewesen, aber ein Björn Engels. Nummer 2. Die Nummer 2 hatte ich, glaube ich, heute auch noch nicht gehabt. Und es ist ein Den Donker. Natürlich kein Rechtsverteidiger. Natürlich nicht. Das geht auch nicht, Leute. Das kann doch nicht wahr sein hier. Was ist das denn hier heute? Und wieder ist ein Logo dabei. Dennis Preet, Berge, Southampton-Logo, Ibrahima sage ich schon. Adama Traoré und Atsu. Unfassbar. Guckt euch dieses Team an. Also, kennt ihr überhaupt einen? Ja, ein Bergwijn, natürlich kennt man hier so hier Alonso, Ward-Prowse, klar. Aber für ein Premier League-Team ist dieses Team absolut grottenschlecht, was ich hier heute zusammengewürfelt habe. Ich hoffe, dass ich das jetzt hier mit einer 6 noch verbessern kann, aber wenn ich mein Glück kenne, bekomme ich jetzt diese Zahl hier. Oder? Bitte. Es ist die 6, Leute. Ich schieb mit meinem Finger nach oben. Es ist die 6. Jetzt müssen wir uns ganz genau überlegen, wie machen wir das jetzt hier? Auf jeden Fall im Tor. Und Sterling müsste man eigentlich machen. Henderson. Ein Pogba am Start. Traoré vielleicht. Ich leg mal die raus. Kanté. Ja, De Gea. Ja. Ich leg mal alle die raus, die so, sage ich mal, nice sind. So, okay. Also auf jeden Fall, Fakt ist ja, es sind mehr als 6 Spieler hier, klar. Ich nehme auf jeden Fall einen De Gea im Tor. Zack. So, dann auf jeden Fall die zwei Innenverteidiger raus. Und dafür kommt ein Alderweireld und ein Joel Matip. Ich würde sagen, den Donker lasse ich da, weil ich halt nicht alles austauschen kann. Dann möchte ich auf jeden Fall einen Kanté haben für einen Livermore. Das ist der vierte Change. Den Bergwijn lasse ich da. Und ich nehme jetzt noch einen Sterling und einen Gabriel Jesus mit. Sterling, Gabriel Jesus. Und das ist jetzt doch das Premier League Team. Das kann sich schon mal ein bisschen mehr sehen lassen. Klar, hätte ich jetzt noch mehr austauschen hätte können, hätte ich einen Henderson noch mitgenommen. Vielleicht noch einen Rechtsverteidiger, aber noch einen anderen Flügelspieler. Aber so, sage ich mal, habe ich jetzt nochmal das ganze Team so ein bisschen gerettet, oder? Wie seht ihr das? Gabriel Jesus, Sterling, Bergwijn, Ward-Prowse, N'Golo Kanté, McNeil, Alonso, Alderweireld, Matip, Den Donker und David De Gea im Kasten, Leute. Bewertet das Team gerne. Torhüter, Abwehrspieler, Mittelfeld, Angriff.
Dann habt ihr quasi 4 Rubriken, wenn ihr dem Angriff 9 Punkte gibt, Mittelfeld 9, Abwehr 7, Torhüter 7, dann kommt man ja auf 32, 32 durch 4 sind dann insgesamt Punktzahl eine 8. Also hier Hashtag Mathe-Abi auch noch am Start in der Würfeldwaff-Challenge hier auf meinem Kanal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns logischerweise, ja, wann sehen wir uns wieder, so wo sehen wir uns wieder, beim nächsten Video hier auf meinem Kanal. Ich bin raus, haut rein und tschüssi.